Schalke 04 hat den ersten Neuzugang vorgestellt und es ist ein sehr, sehr guter meiner Meinung nach, nämlich Ron Schallenberg vom SC Paderborn wurde geholt und das ist ein Mann mit viel Potenzial, mit viel Können, vor allem auch auf dem Platz, mit viel Zweitliga-Erfahrung und vor allem mit viel Bock auf Schalke 04. Warum Schallenberg ein wichtiges Puzzleteil für Schalke 04 und die Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga sein kann und welche Führungsqualitäten er vor allem mitbringen wird, besprechen wir alles in diesem Video. Und falls euch dieses Video gefällt, gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und schreibt mal gleich eure erste Meinung, Reaktion zu Schallenberg in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren, ich diskutiere wie immer gerne mit und wir starten rein mit dem Transfer. Also Schalke hat gleich mal ordentlich losgelegt im Transfermarkt und ein ordentliches Kaliber aus der zweiten Bundesliga geholt und das ist Ron Schallenberg. Der unterschreibt einen Vertrag bis 2026, soll laut Sport1-Reporter Patrick Berger eine Sockelablöse von 2 Millionen Euro gekostet haben und aufgrund des auslaufenden Vertrages bei Paderborn bis 2024 auch etwas günstiger gekommen sein. Trotzdem hat man hier 2 Millionen Euro gezahlt, soll sich vielleicht sogar bei Wiederaufstieg oder Boni bis auf 3 Millionen aufsummieren und er soll auch angeblich mehrere Erstliga-Angebote ausgeschlagen haben, um bei Schalke 04 spielen zu können. Aus Schalke-Sicht hört sich das schon mal fantastisch an, ein Spieler, der wirklich Bock auf dich hat und der sagt, ich gehe lieber mit dir nochmal durch die zweite Liga, um dann aufzusteigen, als gleich in die erste Liga zu wechseln. Und vor allem auch Thomas Reis als Trainer hat natürlich ihm auch überzeugen können, davon an die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen zu kommen. Aber lass uns nochmal kurz über den Spieler sprechen, der Schallenberg überhaupt ist und warum er Schalke überhaupt helfen kann. Ron Schallenberg ist 24 Jahre alt, ein Paderborner durch und durch, dort geboren, dort aufgewachsen und durch die Jugendränge vom SC Paderborn die sich durchgearbeitet und mittlerweile ist er Kapitän der Mannschaft. Er hat diese Saison über 30 Spiele gemacht, war der wichtigste Part des Teams wahrscheinlich, ist wie gesagt Kapitän der Mannschaft, hat 3 Tore geschossen und auch 2 Vorlagen beigesteuert, ist aber ein defensiver Mittelfeldspieler, das heißt ein Sechser, 1,85 groß und dementsprechend auch ein Spieler, der natürlich eher defensiv agiert und natürlich eher mehr auch in die Zweikämpfe geht. Sein aktueller Marktwert liegt bei 2,5 Millionen Euro. Wie ich schon vorher erwähnt habe, Schalke zahlt um den Dreh auch diesen Betrag, weil sein Vertrag bei Paderborn eben noch bis 2024 gegangen wäre. Wie ich schon vorher erwähnt habe, ist Schallenberg der Kapitän der Mannschaft gewesen, die es auf den Tabellenplatz 6 geschafft hat letzte Saison und er war, wie schon erwähnt, ein Dauerbrenner und ein absolut wichtiger Teil dieser Mannschaft, hatte eben auch viel Interesse aus der Bundesliga und auch aus der zweiten Liga, dementsprechend für Schalke umso besser, dass sie sich gleich Schallenberg von Anfang an gesichert haben, aber so was man von Spielerseite hört, war es auch von Anfang an sein Ziel, zu Schalke 04 zu kommen. Schallenberg ist ein zuverlässiger Sechser mit Führungsqualitäten und das trotz seiner 24 Jahre schon und deswegen auch ein perfekter Ruhepol auf dieser Sechserposition, die ja vorher ein Tom Kraus oder auch ein Alex Kral besetzt haben und ich denke, das soll er jetzt auch verkörpern, das soll eben diese beiden noch irgendwie ersetzen können und vor allem Schalke in der zweiten Liga auch wirklich ein Anker sein, der vor allem auch in schwierigen Zeiten oder in Phasen des Matches die Verantwortung übernimmt und das Team leitet, kann ich mir zumindest gut vorstellen, denn bei Paderborn war genau diese Person und nachdem er auch eben diese Kapitänsqualitäten hat, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er bei Schalke auch ein neuer Kapitän sein kann. Wird zumindest intern diskutiert, wenn man Medien Glauben schenken mag, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er zumindest bei den Kandidaten ganz weit vorne ist. Mein schlussendliches Fazit zu diesem Transfer ist absolut positiv. Klar, man zahlt hier 2 Millionen Euro, was jetzt natürlich nicht wenig Geld ist für einen Absteiger, der jetzt natürlich gleich wieder investieren will. Trotzdem bekommt man hier eben auch eine wirklich gute Qualität, sagen wir mal. Jemanden, der einer der besten Sechser der letzten Saison war. Jemand, der noch ordentlich Potenzial nach vorne mitbringt. Also 24, da wächst man auch in die Mannschaft mit hinein. Und man bekommt eben auch eine Führungsmentalität von Schallenberg, die er auch bei Paderborn schon gezeigt hat. Deswegen in Kombination mit Thomas Reis als Trainer ein absoluter Gewinn für Schalke 04. Klar kann das nicht funktionieren, aber Schalke will ja den Wiederaufstieg schaffen. Deswegen muss man hier auch zumindest in der zweiten Liga zeigen, dass man hier um die ersten Plätze mitspielen will oder zumindest gleich aufsteigen will. Das sollte ganz klar sein. Deswegen auch von meiner Seite hier ein absoluter Daumen hoch für diesen Transfer. Aber was meint ihr dazu? Seid ihr ein Fan von Schallenberg oder doch eher skeptisch? Schreibt zum Beispiel gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren. Ich diskutiere wie immer auch gerne mit und gerne eine Bewertung da lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne auch den Kanal abonnieren und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.